Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute gibt es endlich mal wieder was Neues. Und zwar ist Rodemann-Goden endlich da. Das neue Geisterschiff. Das schauen wir uns gleich an. Außerdem gibt es von La Peste auch jetzt endlich die Galionsfigur. Da will ich nicht zu viel verraten. Aber checkt hier mal den William ab. So viel sei verratet. Zamaribo ist weg. Das bedeutet, alle, die jetzt noch Skins offen haben von Zamaribo, können das erst machen, wenn Zamaribo wieder auftaucht. Checkt dazu mein Video ab, wann welches Event und so weiter stattfindet. Und am Kopfgeldbrett gibt es jetzt einen neuen Bounty, Leid aus der Tiefe. Schade, dass da kein Foto mit bei ist. Naja, womit ihr Rodemann-Goden bekämpfen könnt. Es ist ähnlich wie das Kuaribo, dass Rodemann-Goden auch wirklich nur kommt, wenn auf dem Server jemand ist, der diese Quest aktiv hat. Deswegen werde ich heute zum Beispiel im Stream die ganze Zeit auf meinem Server diese Quest aktiv halten. Und die Leute, die auf dem Server sind, können dann die ganze Zeit Rodemann-Goden in der Nacht bekämpfen. Die könnt ihr hier ganz normal annehmen und auch jeden Tag wieder aufs Neue annehmen. Wichtig, die wird resettet nach 24 Stunden, wie beim Zamaribo auch, wenn ihr sie abgeschlossen habt. Wenn ihr sie also um 12 Uhr mittags abgeschlossen habt, könnt ihr sie am nächsten Tag um 12 Uhr mittags wieder annehmen und dann geht das so rollierend weiter. Immer Abschluss und dann 24 Stunden später. Außerdem eine Sache, auf die ich nicht so oft eingehe, weil ich ja nicht so der Ingame-Shop-Fan bin, aber auf den möchte ich auf jeden Fall mal aufmerksam machen, damit ihr das auf jeden Fall seht. Wenn ihr in den Shop geht und dann oben auf Saisonal, gibt es hier Diener der Unterwelt für um den dicken Daumen 11 Euro, wenn ihr noch die 1000 aus dem Battle Pass und sowas habt, dann habt ihr vielleicht schon genug. Und hier gibt es Geisterschiff-Stuff. Das heißt, wer das haben will, checkt das auf jeden Fall mal ab. Gibt es so nicht im Spiel. Und bevor ihr das verpasst, will ich es hier einmal gesagt haben. 20 Tage habt ihr dafür Zeit. Vielleicht habt ihr auch noch Gold über, was ihr aus dem Kaperbrief freischalten könnt. Und ja, dass ihr das einmal gehört habt. Rodemann-Goden findet ihr hier oben in Indien. Da gibt es auch keine anderen Events. Also das normale Geisterschiff kommt ja hier einmal und hier einmal. Und das Event ist da oben. Also die könnt ihr auf jeden Fall nicht doppeln. Und ich finde es ganz gut, dass es halt sehr, sehr nah an einem Ankerpunkt ist, wo man dann hinspringen kann. Zu Rodemann-Goden im Kampf, den werde ich gleich mal zeigen, aber schon mal vorab, der kann sich verduplizieren und jedes Double ist quasi ein normaler Mangoden und kann auch einzelne Loot droppen. Bedeutet, der Plan für euch, wenn ihr noch die Geisterflamme braucht oder Skins von dem alten Geisterschiff, dann solltet ihr Mangoden auf jeden Fall ganz oft sich verdoppeln lassen. Und da ist er auch gerade, können wir uns mal ein bisschen angucken. Er sich ganz oft verdoppeln lassen, so wie ihr es hier schon seht, ist schon zweimal da. Und dann immer nur die Duplikate zerstören, weil jedes Duplikat einzeln Loot fallen lässt. Wir gehen jetzt hier mal rein und gucken uns den ein bisschen an. Aber im Endeffekt Level 12, 4 Level höher als der normale Mangoden, ist der sehr ähnlich, sage ich mal, zu dem anderen Geisterschiff, was wir schon kennen. Außerdem, guckt, da ist schon direkt Loot für mich da. Also hier könnt ihr richtig viel looten und unter Umständen auch richtig viel Silber machen. Der Effekt ist sehr cool, dass so rot hier alles wird. Kennen wir auch alles schon aus den Trailern zu Season 1. Und ja, das war wieder ein Duplikat. Fragen mich, wo der wirkliche Rode gerade am Start ist. Wenn ihr dann den echten Rodemann-Goden zerstört habt, dann gibt es auch neue Skins, Schiffskins. Und da vorne der Kollege hat das sogar schon. Ich zeige euch aber hier auch mal eben ein Bild in groß, wo ihr das sehen könnt. Das könnt ihr ganz normal bei Rodemann-Goden farmen. Wie gesagt, seine Duplikate geben die Kisten, die ihr vom normalen Geisterschiff schon kennt. Und nur Rodemann-Goden, wenn ihr den besiegt, gibt eine Kiste, wo neue Skins drin sein können. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Neue Waffen gibt es leider nicht. Das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht. Skins ist auch ganz schön, aber eine neue Waffe wäre auch ganz cool gewesen. Geisterflamme könnt ihr jetzt A einmal herstellen und auch selber farmen. Wie gesagt, aus den Geistertruhen von den Duplikaten. Und die Chance soll auch erhöht worden sein. Das ist auch ganz cool. Das war es eigentlich auch schon. Viel mehr gibt es nicht. Wir haben jetzt Rode mit neuen Skins, das ist ganz cool. Und auch die Möglichkeit, endlich die blaue Flamme herzustellen und auch vermehrt dort Droppen zu bekommen. Man hat nochmal die Möglichkeit, die ganzen alten Skins zu bekommen vom normalen Geisterschiff. Und es gibt ein weiteres Setteil von La Peste. Finde ich eigentlich ganz cool für mitten in der Season nochmal neue Skins. Außerdem das mit dem Körper im Seasonal Ingame Shop finde ich ganz cool. Ist auch relativ erschwinglich verglichen mit anderen Ingame Shops aus anderen Games. Aber schreibt mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Findet ihr das ganz cool in der Season nochmal ein neues Geisterschiff?
Habt ihr Grode vielleicht schon bekämpft und wie findet ihr den? Und seid auf jeden Fall heute um 12 Uhr mit dabei. Ich bin jetzt live und wir werden zusammen ein bisschen Rode farmen, um die neuen Set-Teile relativ zügig zu bekommen. Ansonsten würde ich mich wie immer natürlich über ein Like auf dem Video freuen, über ein Follow auf den Kanal und sagen bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.